Wir fahren heute den ersten von zwei Tagen in La Paz und fahren jetzt einmal mit der Doppelmeier Seilbahn durch die ganze Stadt und schauen sie die Stadt von oben an. Einmal ein anderer Ort der Stadt zu entdecken, so von oben mit der Seilbahn. Und ja, wir haben einen super Ausblick auf die umliegenden Berge von La Paz und auf die stressige Stadt. Recht interessant finde ich da die ganzen bunten Gebäude, und wir haben da ja in Südamerika, wie wir auch schon in Cusco gesehen haben, irgendwie ein Faible für die ganzen Superhelden, weil davon gibt es Iron Man Gebäude, da kommt jetzt dann gleich ein Transformers Gebäude, und in Cusco haben wir den Batman Bus schon beobachtet, der rumfährt. We'll be right back.
Das ist ein ganz anderer Ort von Friedhof da, als wir in Europa oder zumindest in Österreich kennen. Einerseits die schönen Wandbemalungen, die Murals überall. Und andererseits eben die Art, auch wie die Gräber dekoriert sind, da mit Wackelblumen, Colaflaschen, Puppen, alles was die jeweiligen Personen halt wichtig war, bringen die Leute da und geben es ihnen mit auf die Reise. Wir sind jetzt da am alten Bahnhofsgelände. Da haben sie die Station für die Rote Seilbahn und die Orange herbaut. Das ist ganz cool, weil die alte Bahnhofshalle ist da hinten nur erhalten. Und da sind jetzt Cafés drin und Restaurants. Und in ein paar von den alten Eisenbahnwaggons sind auch Cafés drin. Da werden wir jetzt, glaube ich, mal einen Zwischenstopp machen und einen Kaffee verspeisen. Mit der Seilbahn kostet übrigens nicht ganz 50 Cent, 3 Bolivianos. Da kann man also mit wenig Geld viel Spaß haben im Vergleich zum Seilbahnfahren in Österreich. Wir schauen uns jetzt heute Vormittag das Barrio Chuya Yuma an. Das ist 2018/19 ganz bunt bemalt worden, um das Ganze da ein bisschen freundlicher und belebter zu machen. Und es ist echt nett da, aber es ist nicht viel los.